Mein Vater hat seine Garage ausgeräumt und diese mysteriöse Papiertüte gefunden. Er hat gemeint, das ist ein Spielzeug für Kinder aus den 30ern und ich soll es einfach mal mitnehmen. Ich habe dann im Internet recherchiert und konnte nichts finden. Dann habe ich mit Google Lens die Papiertüte untersucht, aber immer noch nichts gefunden. Dann habe ich das Ganze mal ausgepackt und das mit Google Lens abgefilmt und dann hat es mir gesagt, dass es ein Spielzeug scheinbar aus den 54er Jahren ist. Die waren aber in einer Kartonverpackung und diese hier könnte wahrscheinlich echt aus den 30ern sein. Wir haben hier sogar eine Gebrauchsanweisung dabei, bei der ich erstmal dachte, dass sie komplett leer ist, aber ein bisschen was steht drauf. Leider nicht wirklich eine Gebrauchsanweisung, denn man sieht nicht wirklich, wie man an sein Ziel kommt, aber man sieht die fertigen Bilder und ich werde das jetzt einfach mal versuchen und ich möchte das Auto basteln, das gefällt mir am besten. Nein, ich möchte das Zweirad basteln. Also man muss wohl schon relativ raten, was man nimmt, aber gut, es ist für Kinder. Ich werde es schon hinkriegen. Ja, es geht ziemlich schwer, man braucht das schon, wenn dann ziemlich starke Kinder. Verdammte Scheiße. Das geht schon besser. So, oh nein. Ah, doch geht. Ich würde mal vorsichtig behaupten, dass das unvollständig ist. So, ich habe es geschafft. Ich muss sagen, es war anstrengend. Ich habe mir dabei wehgetan. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Kind sowas hinbekommen soll, weil dann muss es ein ziemlich starkes Kind sein mit ziemlich groben Fingern. Aber kann man mal machen.